Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts. Der Schwerpunkt war auch heute wieder, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wir haben wie immer zunächst die Lage erörtert. Die Lage ist nach wie vor besorgniserregend. Die Fallzahlen bewegen sich immer noch auf einem viel zu hohen Niveau, also die täglichen Fallzahlen für Bayern sind seit gestern 3.119 neue Fälle hinzugekommen, für Deutschland 13.600. Verstorben leider in Bayern seit gestern auch wieder 75 Menschen, eine Zahl, die aus meiner Sicht eigentlich niemanden kalt lassen darf, in Deutschland 388. Es bedeutet im Endeffekt, dass in Bayern jede halbe Stunde ein Mensch an Corona verstirbt. Und das ist schon sehr besorgniserregend. Wenn man die Zahlen ganz nüchtern betrachtet, dann kann man nach wie vor diese Seitwärtsbewegung feststellen, die wir ja jetzt schon seit ein, zwei Wochen feststellen. Das bedeutet, wir haben erfreulicherweise keine exponentielle Entwicklung. Es ist ein Erfolg der Strategie. Denn wir waren in einer exponentiellen Entwicklung, aber wir sind natürlich nach wie vor in einer linearen Entwicklung. Also nur weil es keine exponentielle Entwicklung ist, heißt es nicht, dass es weniger Fälle sind, sondern es ist einfach nur der Anstieg linear mit jedem Tag in etwa dieselbe Zahl an ungefähr an Neuinfektionen. Aber es ist, und das muss man sich immer ganz deutlich machen, es ist nach wie vor ein täglicher Anstieg. Und es ist zu hoch aus den verschiedensten Gründen. Wir wissen ja, die Kernzahl ist die der täglichen Neuinfektionen, aus der diese 7-Tages-Inzidenz errechnet wird, weil davon sich alles andere ableitet, insbesondere die potenzielle Überlastung der Gesundheitsstrukturen, der Aufnahmefähigkeit der Kliniken. Ich habe heute früh erst gelesen vom Chef der Krankenhausgesellschaft, der sagt, wir können das momentan, können es die Kliniken bewältigen, aber es dürfen letztlich die Zahlen nicht mehr steigen. Und wir sehen das ja auch daran, dass manche Kliniken ihr normales Programm einschränken, um einfach aufnahmefähig zu sein, und zwar nicht nur für Corona, für Covid-Patienten, sondern auch für alle anderen Patienten, die ja auch einen Anspruch darauf haben, ein Intensivbett zu bekommen, wenn es erforderlich ist. Also das ist wichtig auch zu wissen aus meiner Sicht, wenn manche immer sagen, ja, das sei ja alles noch gut zu bewältigen, weil es gäbe ja genug Intensivbetten. Ja, weil sich die Kliniken ja auch auf die Situation schon eingestellt haben und wirklich versuchen, ganz vernünftig versuchen, die Kapazitäten bereitzustellen und bereitzuhalten weiterhin. Aber der Kern der ganzen Sache ist wirklich, wir müssen in diesen täglichen Fallzahlen runterkommen. Wegen der Kliniken, aber auch natürlich wegen der Nachverfolgbarkeit, wegen dieser Gesamtstrategie, die notwendig ist. Die Zahl, die Dunkelziffer ist wesentlich höher, wenn Sie eine höhere Inzidenz haben. Und all diese Punkte, die wir da im Blick haben, deshalb ganz klare weitere Marschrichtung. Wir müssen bei den Zahlen runter. Deshalb ist ab heute ja die 9. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Bayern in Kraft getreten, die Dinge enthält, die wir letzte Woche schon besprochen hatten. Das war eben heute das Inkrafttreten. Die Strategie, die Ministerpräsidentenkonferenz auf den Weg gebracht hat, die wir in unserem Kabinett für uns in Bayern angenommen haben, die Strategie der Umsicht in Vorsicht ist und die letztlich bedeutet, verlängern, vertiefen und das, was wir heute besprochen haben, was die Kollegin Hummel dann ausführen wird, vorsorgen im Bereich Impfung und andere Dinge. Verlängern heißt, die Maßnahmen, die bisher waren, werden verlängert, bis zunächst einmal bis zum 20. Dezember. Und wir haben ja dann für bestimmte Bereiche noch Vertiefungen beschlossen letzte Woche, die, wie wir ja heute auch den Medien entnehmen können, dort, wo es notwendig ist, nämlich in den Hotspots, auch konkret umgesetzt und angewendet werden. Und ich sage auch klar dazu, dass wir seitens der Staatsregierung hier durchaus auch die klare Erwartungshaltung haben an die Kreisverwaltungsbehörden, wo man von Hotspots reden kann, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt werden. Und Kollegin Hummel und alle anderen, die beteiligt sind, sind da in einem ständigen Austausch. Das ist so, dass wir da eng miteinander uns abstimmen, um diese Maßnahmen auch wirklich auf den Weg zu bringen.
Das ist für die Hotspots, die über 200 bei der 7-Tages-Inzidenz liegen, sind es klare Maßnahmen. Das ist hin zum Wechselunterricht bei den Schulen, dort wo der Abstand nicht anderweitig gehalten werden kann. Und das ist eigentlich fast nirgends der Fall, also sprich Wechselunterricht, um zu entzerren. Das ist auf der anderen Seite die Schließung von zusätzlichen Bereichen wie die Musikschulen, die Fahrschulen und die Märkte und das Alkoholkonsumverbot, also das ab den 200er Inzidenz gilt. Insgesamt geht es einfach immer darum, Kontakte zu reduzieren, Mobilität zu reduzieren, wirklich sich aufs Notwendige zu beschränken. Und dort, wo dann die 300er Inzidenz festgestellt wird, dort, Sie haben es jetzt an Nürnberg beispielsweise gesehen, wo das konkret umgesetzt wird mit Ausgangsbeschränkungen, dass man also nur beim triftigen Grund das Haus verlassen soll, darf. Dort werden dann auch Versammlungen, Gottesdienste mit Augenmaß eingeschränkt. Die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen werden eingeschränkt. Dienstleistungsunternehmen, die auch nicht unbedingt notwendig sind, sollen auch schließen. Die Schulen sollen noch einmal einschränkende Maßnahmen machen. Also letztlich geht es wirklich darum, Kontakte noch einmal deutlichst einzusparen, dort, wo die Inzidenz über die 300 geht. Es ist einfach wirklich notwendig, um die Gesamtlage im Griff zu behalten. Es geht einfach wirklich darum, diese Dynamik, die dann von diesen Hotspots wieder ausgeht und dann wieder ausstrahlt auf ganz Bayern, einzudämmen, wirklich diese Dynamik in den Griff zu bekommen. Die Zielgröße ist 50, 50er 7-Tages-Inzidenz. Da kann man sich vorstellen, das ist ein großer Kraftakt, wenn ich erst einmal über 200, über 300, über 400 bin, da wieder runterzukommen. Aber diesen Kraftakt, den müssen wir wirklich gemeinsam anpacken, weil das der Schlüssel dafür ist, dass wir insgesamt die Lage im Griff behalten und die Fallzahlen wieder drücken und in dieser zweiten Welle gut zurechtkommen. Es wurde in den letzten Tagen da auch allerlei Unsinn erzählt, wie man so lesen kann, in Interviews und in Ähnlichem. Ja, also nach dem Motto, wir hätten also den Sommer nicht genutzt, uns auf die zweite Welle nicht vorbereitet und Ähnliches. Da muss man mal ganz klar dazu sagen. Also zunächst einmal, ich habe das hier schon öfter ausgeführt, ist das Bild der zweiten Welle immer ein bisschen schief. Das ist zwar das klassische Bild immer bei der Pandemiebekämpfung, erste Welle, zweite Welle, möglicherweise dritte Welle. Aber Tatsache ist ja, es ist nicht so, dass sich das Virus quasi eine Auszeit gibt, dass wir quasi so eine Art Waffenstillstand im August oder im Sommer hatten, wo die Zahlen niedrig waren, sondern das Virus war natürlich immer da. Es hatten nur die Maßnahmen des ersten Lockdowns sehr gut gegriffen, sodass wir bei der niedrigen Inzidenz waren. Dann kamen die Lockerungen, dann kam der Reiseverkehr, dann kam der Urlaubsverkehr, dann kamen die Familienrückkehrer und dadurch ist es halt peu à peu wieder angestiegen. Aber es gab nie eine Phase, wo dieses Virus quasi weg gewesen wäre, denn es nimmt sich einfach den Raum, den man ihm gibt. Und wenn wir ihm zu viel Raum geben, dann nimmt es sich den, weil es einfach nur seiner Biologie folgt, sich weiterverbreitet und menschliche Kontakte nutzt, um sich zu verbreiten. Das heißt, es hält sich weder ans Kirchenjahr noch an den persönlichen Kalender, ob man Geburtstag, Hochzeit oder Ähnliches hat, noch hält es sich an politische Beschlüsse, sondern es nimmt sich den Raum, den man ihm einräumt. Deshalb ist dieses Bild schief. Wir hätten da irgendwie die Zeit nicht genutzt, denn ganz im Gegenteil. Im Sommer ging es darum, sich um die Reiserückkehrer zu kümmern. Da haben wir damals die Teststrategie aufgesetzt, haben 6.000 Leute identifiziert, die positiv sonst nicht identifiziert gewesen wären. Um die herauszufiltern. Das war erfolgreich und die ganze Teststrategie ist erfolgreich. Ich betone das immer wieder, weil ich nicht nur von Menschen, die mir das mailen, sondern durchaus auch in den Leserbriefspalten bei Ihnen Leserbriefe lese von Leuten, die sagen, wir wollten uns eigentlich in Berlin, wo wir sind, testen lassen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, also sind wir in ein bayerisches Testzentrum und da hat es dann funktioniert. Also ich will nur sagen, wir kriegen da sehr positive Rückmeldungen, was die ganze Teststrategie betrifft. Und es war erfolgreich, die Reiserückkehrer da auch entsprechend in den Blick zu nehmen. Das wird auch zum Beispiel die Reihentestungen in den Schulen bei den Lehrern durchgeführt haben. Also wir haben den Sommer aus meiner Sicht sehr gut genutzt, um diese Dinge zu tun und natürlich auch um das zu tun, was wir im Frühjahr beschlossen hatten, nämlich die Kapazitäten auszuweiten, die intensivmedizinischen Kapazitäten, Pandemiezentrallager, all diese Dinge anzugehen und also nicht nur diese Botschaft vom Frühjahr, flatten the curve, sondern auch raise the line. Ja, das haben wir auch gemacht, raise the line, das heißt die Kapazitäten erhöhen und all diese Dinge zu machen.
Ich finde es nebenbei gesagt sehr interessant, dass die, die vor ein paar Wochen im Bereich der Schule noch genau was anderes gefordert haben, jetzt auf einmal sagen, man soll eigentlich den Wechselunterricht immer und überall machen und in noch mehr Jahrgangsstufen. Also da ist ganz interessant, wie sich die Dinge so entwickeln. Manchmal hat man wirklich den Eindruck, der alte Spruch zählt nach wie vor. Die stärksten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Bevor die Kollegin Hummel dann zum Thema Vorsorgen was sagt, wollte ich ein ganz anderes Thema kurz ansprechen, weil das auch aktuell ist dieser Tag und weil ich ja auch für die Medien zuständig bin, nämlich die Überlegungen aus Sachsen-Anhalt, die da jetzt bekannt werden, quasi den Rundfunkstaatsvertrag, in dem die Beitragserhöhung um 86 Cent pro Monat bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeiträgen geregelt ist, diesen quasi zurückzuziehen, neu zu verhandeln oder Ähnliches. Da lautet die klare Antwort von uns, das steht nicht zur Debatte. Dieser Vertrag, dieser Rundfunkstaatsvertrag wurde intensiv ausverhandelt. Was die Beitragserhöhung betrifft, folgt er der klaren Empfehlung der KEF, also der Kommission, die sich genau mit dieser Thematik befasst, und zwar nicht freihändig und irgendwie schöpferisch, sondern genau an den Regeln, die das Bundesverfassungsgericht für den Finanzierungsanspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgibt. Und von daher ist es eine vertragliche Vereinbarung, die von allen Ministerpräsidenten getroffen wurde. Es ist richtig, die Landtage müssen dem jetzt zustimmen. Der Bayerische Landtag hat es bereits getan. Aber es gibt letztlich jetzt nur Hopp oder Top. Nachverhandlungen wird es nicht geben. Ich sage aus der bayerischen Perspektive, wir stehen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich vertrete immer schon die Auffassung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieses System zur DNA unserer Nachkriegsordnung gehört, dass er sich natürlich weiterentwickelt hat oder unser System sich weiterentwickelt hat mit dem großen privaten Sektor, aber eben auch nach wie vor mit dem öffentlich-rechtlichen Sektor, der sich auch bewährt hat in der Pandemiebekämpfung zum Beispiel. Da geht es um Information, es geht um journalistische, um qualitativ hochwertige journalistische Arbeit, es geht um Einordnung von der Vielzahl der Informationen. Also es geht einfach schlichtweg um ein bewährtes und wirklich gutes System, Teilsystem unserer Medienordnung insgesamt. Ich erwähne immer wieder sehr deutlich, dass es einen verfassungsrechtlichen Finanzierungsanspruch gibt. Also es ist nicht im Belieben quasi der Politik, der Parlamente, der Regierungen, den Rundfunk irgendwie zu finanzieren oder nicht zu finanzieren, an der langen Leine quasi verhungern zu lassen oder Ähnliches, sondern das ist klar geregelt, weil eben das öffentlich-rechtliche System bedeutet Staatsferne. Es besteht aus sich heraus, nicht von Gnaden irgendwelcher Regierungen. Und genau das wollen wir auch aufrechterhalten. Ich erwähne außerdem, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, bei uns halt vor allem der Bayerische Rundfunk, in den letzten Jahren durchaus enorme Sparmaßnahmen vorgenommen haben. Die wirklich, also moderate Erhöhung um diese 86 Cent pro Monat ist bei weitem nicht irgendwie, wie manche unterstellen, der große Schluck aus der Pulle, sondern er ermöglicht einigermaßen, nicht einmal wirklich einigermaßen mit der aktuellen Finanzierungssituation klarzukommen. Es werden auch weiterhin Sparmaßnahmen erforderlich sein. Und deshalb, wir stehen zu diesem zu diesem Rundfunkstaatsvertrag, zu dieser moderaten Erhöhung. Wir halten sie für angemessen, aber auch für erforderlich und halten es für nicht klug, mögliche andere politische Scharmützel, die es irgendwo gibt, genau mit diesem Thema zu verknüpfen. Jedenfalls sind wir nicht Teil von solchen Überlegungen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hummel, bitte. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott, und ich möchte einiges anfügen zu dem, was der Kollege Florian Herrmann gerade gesagt hat. Zum einen, die Lagebeurteilung hat er ja schon abgegeben. Ich möchte das Bild vielleicht noch etwas vervollständigen mit der Auslastung der Krankenhäuser. Heute, beziehungsweise Stand heute, ja, 3.343 Covid-Patienten, davon 591 in Intensivbetten mit invasiver Beatmungsmöglichkeit, und Stand Montag war das gewesen, waren 519 noch frei gewesen. Also das heißt, wir dürfen uns hier nicht ausruhen, aber müssen weitermachen. Vor allem darf man nicht vergessen, Winterzeit ist Infektionszeit und damit auch Corona-Zeit.
Das heißt, wir müssen jetzt noch mal ganz speziell darauf hinwirken, dass die Menschen die Kontakte reduzieren. Deswegen auch noch mal diese Vertiefung, Verschärfung heute mit der neuen Rechtsverordnung, die ab heute gilt. Und hier eben auch noch mal im Speziellen die Hotspot-Strategie, wie schon ausgeführt, eben ab 200 und 300. Und wir werden sehr restriktiv auch schauen, dass die Landkreise und Städte das entsprechend auch ausführen. Was dabei auch ein Punkt ist, ist auch die Verstärkung, der verstärkte Einsatz von Schnelltests in Pflegeheimen. Das ist an der Stelle auch ein Punkt, den wir hier noch intensivieren wollen. Und die Frage, wir haben ja diese 10,5 Millionen Schnelltests hier schon beschafft, werden auch weitere beschaffen. Die kommen übrigens wöchentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die alle in einem Lager vorhalten schon. Nein, die werden wöchentlich geliefert und dann auch immer weitergehen. Leitet direkt an die Landkreise und Kommunen und Städte, nur weil der manchmal so im Raum steht, das ist da irgendwo alles in einem Raum. Nein, die werden uns wöchentlich geliefert und werden dann entsprechend weitergegeben. Das ist noch ein Punkt, dass bei den Pflegeheimen wir auch die Besucher mit FFP2-Masken ausstatten wollen. Das heißt, pro Woche eine Maske, wenn man so an Wintermonate 15 Wochen denkt, ist es eben angedacht, hier 15 Masken für die Besucher dann zur Verfügung zu stellen. Das ist auch nochmal ein Punkt, um hier nochmal mehr Sicherheit auch für die Senioren- und Pflegeheime zu bekommen. Was uns auch ein wichtiger Punkt ist, ist der Bereich, dass wir, wenn es um die Pandemie-Zentrallager, wenn wir natürlich davon sprechen, dass wir hier FFP2-Masken ausreichen wollen, brauchen wir die natürlich entsprechend auch. Das heißt, wir haben unser Pandemie-Zentrallager mit vielen Materialien die letzten Monate auch entsprechend gefüllt, werden aber natürlich immer wieder auch neue Beschaffungen durchführen. Mit dem, was rausgeht, wird auch eben entsprechend dann wieder aufgefüllt. Das ist hier an der Stelle auch ganz wichtig, vielleicht auch nochmal erwähnt, dass da übrigens nicht nur Masken sind und irgendwelche Pflegekittel und Handschuhe, sondern dass wir auch im Zentrallager Beatmungsgeräte haben. Wenn auch hier Notfallbedarf sein sollte, ist es so, dass auch hier eben entsprechend momentan circa 500 Beatmungsgeräte sind, die sofort lieferbar wären und nochmal knapp 500, die noch kurz zusammengebaut werden müssten, aber dann auch sofort verfügbar wären. Auch das nochmal zum Pandemie-Zentrallager, was ich heute eben auch nochmal berichtet habe, plus, dass wir eben, wenn es notwendig ist, in weitere Beschaffungen gehen wollen, auch wenn es darum geht, zum Beispiel bei den Impfzentren auch hier Ausrüstungsgegenstände zu benötigen. Was die Impfzentren betrifft, haben wir da sehr positive Signale auch von den Kreisverwaltungsbehörden, die wir ja beauftragt haben, entsprechend in ihren Landkreisen hier die Impfzentren einzurichten, plus mobile Teams. Ich hatte gestern auch eine Schalte mit der kommunalen Ebene, mit den Bezirkssprechern und habe da sehr, sehr positive Signale zurückbekommen, dass das man hier wirklich optimistisch ist, dass bis zum 15. Dezember auch soweit klappt. Wir haben bei den Impfzentren ist ja vor allem auch die Logistik ein Punkt. Logistik deshalb, weil wir ja verschiedene Impfstoffe haben, diejenigen sind, wo man den Eindruck hat, dass sie als erstes die Zulassung bekommen könnten. Und die haben unterschiedliche Voraussetzungen. Von minus 70 Grad Lagerung bis minus 20 Grad plus 2 bis 8 Grad Lagerung. Also das ist hier die Herausforderung, die wir haben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir mit den Ärzten auch gesprochen haben, weil wir brauchen ja nicht nur die Impfzentren, sprich den Ort, nicht nur die Logistik, sondern wir brauchen auch das Personal. Vielfach wird es vor Ort auch ausgeschrieben und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgefragt haben und über 2500 Ärzte haben sich hier bereit erklärt, mitzumachen. Ich denke, das ist schon mal auch ein positives Signal von dem, wie es beginnen wird, wenn der Impfstoff da ist, ist damit zu
rechnen, dass wir zuerst auch diejenigen, die eben besonders betroffen sind von der Erkrankung, sprich ältere Menschen oder die in Seniorenheimen leben, impfen, beziehungsweise diejenigen, die auch mit Corona-Patienten arbeiten, sprich Krankenhäuser, Ärzte, Pflegepersonal oder die Menschen, die eben für die Gemeinschaft arbeiten, die eben zur sogenannten kritischen Infrastruktur gehören, wie Polizei und Feuerwehr. Dazu wird aber, wenn die Zulassung da ist, die Ständige Impfkommission auch noch mal eine Empfehlung geben. Und dann wird auch über den Bund eine Verordnung dazu kommen. Also von daher ist es eben auch wichtig, dass wir vorbereitet sind, dass wir die mobilen Teams auch sehr frühzeitig im Einsatz haben, wenn wir eben in Senioren- und Pflegeheimen gehen müssen. Das ist, glaube ich, an der Stelle auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Die die Impfzentren sind deswegen für uns eben auch so ein wichtiger Punkt, weil sie eben auch diese Hoffnung geben, dass wir dann die Krankheit, wenn die Impfung da ist, eben beherrschbarer haben. Dafür ist es aber auch sehr wichtig, dass das Vertrauen auch in die Impfung da ist. Deswegen ist es in meinen Augen sehr wichtig, dass wir hier auch sehr transparent, auch im Zulassungsverfahren, die Dinge für die Bevölkerung auch erklären. Es gibt deswegen auch, es gibt keine Impfpflicht. Das möchte ich an der Stelle nochmal so deutlich sagen, weil ja da vielfach in den sozialen Medien manches erzählt wird. Es gibt hier keine Impfpflicht für die Corona-Impfung. Das ist mir an der Stelle nochmal ganz wichtig. Hier sind wir eben intensiv auf dem Weg, diese Impfzentren möglichst bis zum 15.12. startklar zu haben. Ob der Impfstoff, die Zulassung bis dahin alles auch auf dem Weg ist, wird sich die nächsten Tage zeigen. Wir wollen aber bestmöglich vorbereitet sein, wenn eben entsprechender Impfstoff kommt. Das wäre es jetzt an der Stelle von meiner Seite, stehe aber gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Eva Eichmann vom Bayerischen Rundfunk. Herr Herrmann, der Bürgermeister von Passau hat heute auch gesagt, den kleinen Grenzverkehr soll es weiterhin geben. Das heißt, dass man zum Tanken, vielleicht auch zum Einkaufen, sowohl nach Österreich fahren kann, als auch die Österreicher rüber nach Bayern. Wie kann man denn garantieren, dass sich das sozusagen von diesem Tagestourismus, der ja verboten ist, unterscheidet, dass man da wirklich schauen kann, wer war vielleicht nur beim Tanken und wer ist vielleicht doch eine Skitour gegangen? Das wäre meine eine Frage. Und die andere Frage geht an Sie, Frau Hummel. Heute haben ja auch die Büchereien im Freistaat geschlossen. Da ist schon relativ viel Kritik daran zu vernehmen. Ist das eine Maßnahme, wo Sie sagen, auf die kann man tatsächlich nicht verzichten? Weil im Umkehrschluss könnte man ja genauso sagen, jetzt nimmt man den Leuten auch noch die Möglichkeit, sich Bücher auszuleihen. Ja, also vielen Dank. Die Frage kleiner Grenzverkehr oder überhaupt grenzüberschreitende Mobilität und aus welchem Grund und Ausnahmen etc. beschäftigt uns ja schon seit Beginn, weil generell neben den Kontakten und neben den Menschenansammlungen auch die Mobilität eine Herausforderung ist bei der Pandemiebekämpfung. Jetzt kann man natürlich, um das gleich vorweg zu beantworten, die Skifahrer relativ schnell rausfiltern, weil die meistens erkennbar sind am Fahrzeug. Generell muss man natürlich sagen, bei all dem ist ganz entscheidend, dass die Menschen halt das alles auch für sich selber annehmen und mitmachen. Ja. Das sind nicht jetzt Regeln, die wir aufstellen, weil wir die Leute ärgern wollen, sondern weil es notwendig ist, Kontakte zu vermeiden, alles, was nicht wirklich erforderlich ist, zu vermeiden. Das gilt natürlich auch für die grenzüberschreitenden Fahrten. Da kann man sich wirklich dreimal überlegen, muss ich jetzt das machen oder muss ich es nicht machen? Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Lebensrealität, gerade in den Bereichen an der Grenze, wo vielleicht die Gemeinden direkt zusammengewachsen sind oder ganz nah aneinander sind, wo man fast nicht unterscheidet, wo es zum täglichen Leben gehört, dass ich, was weiß ich, auf der einen Seite zum Bäcker gehe, auf der anderen zum Metzger und Ähnliches. Und da dann mit lebensfremden Regeln zu kommen, das hilft auch keinem. Und darum haben wir halt klipp und klar jetzt gesagt, dieses reine über die Grenze fahren, um Ski zu fahren, quasi die Vergnügungen zu betreiben, Sport, reines Wandern, Ausflüge etc., das wollen wir nicht. Das kann man schon tun, aber dann muss man in die Quarantäne. Dass das wahrscheinlich nicht bis in jeden letzten Einzelfall
administrierbar ist, ist, liegt vermutlich nahe, aber trotzdem. Es wird halt doch die ein oder anderen Fälle geben, die dann bei den Skifahrern ist es eindeutig und bei den anderen auch, aber es liegt natürlich oder steht natürlich dahinter schon auch der klare Appell, einfach sich an diese Regeln zu halten. Wir haben auf der anderen Seite auch das Problem oder die Herausforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Grenzverkehr betroffen wären. Das war im Frühjahr ein großes Problem mit Tschechien, die einfach komplett zugemacht haben. Da war natürlich sofort der Aufschrei da, verständlicherweise. Das sind alles Mitarbeiter, die in den Pflegeeinrichtungen arbeiten oder in Unternehmen arbeiten, die natürlich auch nicht per se immun sind gegen das Virus, was wir ja erlebt haben jetzt zum Teil im Passauer Bereich, wo dann eine Mitarbeiterin in der Küche arbeitet von einem Seniorenheim etc. Darum war eigentlich unsere Teststrategie sehr gut. Dieses Karma-Modell können wir leider nicht machen. Gerichte haben das anders entschieden. Also es ist einfach ein täglicher Kampf, sich da der besten Lösung anzunähern. Und deshalb, was jetzt die klaren Regelungen betrifft, einfach keine reinen Sport- und Freizeitreisen ins Ausland machen und sonst eben Quarantäne. Was die ganz normalen Verrichtungen betrifft, ja, die gehören halt irgendwie zur Lebensrealität dazu. Und es wäre jetzt lebensfremd, das komplett zu verbieten. Sonst müsste man die Grenzen schließen. Das wäre dann das Allereinfachste. Aber das wollen wir natürlich auch nicht aus den anderen Gründen. Also von daher ist es so die Annäherung an eine möglichst vernünftige, lebensnahe und von den Leuten auch verstandene und gelebte Regelung. Sie hatten die Bibliotheken und Büchereien angesprochen. Ja, da hatte ich auch gelesen, dass der Verband hier entsprechend ja uns angeschrieben hat und einen offenen Brief geschrieben hat. Das ist natürlich schon eine Entscheidung, die uns auch nicht ganz leicht gefallen ist, weil ich weiß, dass auch gerade im Bereich Kinder und Jugendlichen die Büchereien ja auch sehr gut in Bibliotheken genutzt werden. Aber es ist eben auch ein Ort, wo man sich wieder trifft, wo man bewusst hingeht, das Haus verlässt, dort dann doch auch Kontakt hat. Ich weiß, die haben zum Großteil wirklich gute Konzepte. Ich war es kürzlich in unserer eigenen Stadtbücherei gewesen vor Ort. Aber trotzdem ist es wieder ein Ort und wir haben eben hohe Zahlen. Und da müssen wir versuchen, überall, wo es geht, Kontakte möglichst zu reduzieren und deswegen auch Büchereien und Bibliotheken mit dabei. Wir hatten im Frühjahr nochmal die Möglichkeit gehabt, auch Hol und Bring zu ermöglichen. Aber auch da ist die Frage, ist es kontaktlos so möglich? Da muss man vielleicht noch mal drüber schauen, ob es da eine Lösung noch geben könnte. Das kann ich aber jetzt heute noch nicht komplett zusagen, aber das ist was, was wir uns gerade noch mal anschauen, ob es da Konzepte gibt, die das ermöglichen würden. Das war im Frühjahr mal gewesen, dann hat es eine Regierung aber nicht erlaubt, aber da muss man noch mal nachgehen, was der Grund damals gewesen ist. Das wäre vielleicht so ein bisschen, aber dann gehe ich auch wieder hin. Also wenn ich konsequent bin, muss ich eigentlich sagen, geht nicht. Aber wir wollen uns das zumindest an der Stelle nochmal anschauen. Also man muss vielleicht einfach nochmal klipp und klar sagen, es ist jeder Einwand nachvollziehbar. Ja? Jeder Einwand von jedem einzelnen Gruppe ist nachvollziehbar. Aber es geht darum, die Fallzahlen insgesamt zu drücken. Die sind einfach zu hoch. Die Inzidenz ist zu hoch und die Folgen, die daraus entstehen, die interessieren dann möglicherweise den nicht, der den Einwand gebracht hat, aber die müssen uns als Gesellschaft interessieren. Es kann uns nicht kalt lassen, dass 75 Leute am Tag sterben, was man verhindern könnte, indem man Kontakte reduziert. Und dazu gehören alle Bereiche. Und dann hilft es nichts, wenn man dann große Spiegelgefechte führt und über einzelne Bereiche in einer Phase wie jetzt. Das können wir dann wieder machen, wenn wir die Lage wieder gedämpft haben. Ja, dann kann man wieder das so machen, welche Dinge öffnet man als erstes und so weiter. Aber das ist nicht eine Frage, die sich jetzt stellt. Und ich kann da nur appellieren, auch an die Leute, das einfach ernst zu nehmen, dass wir Kontakte reduzieren müssen, überall dort, wo es geht, um nicht in 4 Wochen hier zu stehen und zu sagen, wir haben überhaupt keine Verbesserung erreicht und jetzt müssen wir noch härtere Maßnahmen machen oder jetzt müssen wir noch mehr Todesfälle beklagen. Das ist die klare Linie. Und die muss man sich immer bewusst machen, bei allem Verständnis für lauter Einzelpositionen und Einzelfragen. Und ich verweise darauf, wir lassen die Leute ja nicht im Stich, sondern der Bund und auch das Land unternimmt enorme
enorme wirtschaftliche, finanzielle also Anstrengungen, um Ausgleich zu schaffen, um Notsituationen zu vermeiden und Ähnliches. Also das ist schon insgesamt ein Konzept, das dahinter steht. Und dann muss ich einfach appellieren, dass man diese Maßnahmen mitmacht und nicht an jeder einzelnen Stelle versucht, Schlupflöcher zu finden. Diese Schlupflöcher finden wird bestraft am Ende durch dramatische Zahlen von schlimmen Situationen in den Krankenhäusern. Ich habe einen Bericht bekommen von jemand aus einer Klinik, der sagt, wir haben schon noch genug Intensivbetten, aber wir müssen jeden Tag schauen, dass es reicht für die Covid-Patienten und für die Nicht-Covid-Patienten. Das ist für mich die Vorstufe zu einer Triagierung, weil das ist im Grunde genommen eine Entscheidung, wer kriegt jetzt das Bett. Ja? Es ist noch nicht so dramatisch, wie es werden könnte, aber genau diese Stufe wollen wir nicht erreichen. Und deshalb kann ich nur sagen, keine Schlupflöcher suchen, sondern sich wirklich bewusst machen, jeder trägt durch seine Entscheidung, wie viele Kontakte er hat, dazu bei, dass wir insgesamt die Lage im Griff behalten. Uli Bachmeier, Augsburger Allgemeine. Herr Herrmann, ich wollte Sie nach den bayerisch-österreichischen Beziehungen fragen. Die Bayern haben ja da traditionell gute Kontakte hin. Gibt es da was Neues? Gibt es Gespräche übers Skifahren? Wo sieht man denn von bayerischer Seite aus Lösungen? Wir haben traditionell exzellente Beziehungen zu Österreich und das wollen wir auch nicht, dass sie das verschlechtert. Gleichwohl haben wir natürlich ein gemeinsames Bestreben, nämlich die Pandemie in den Griff zu kriegen. Sie kennen alle die Idee aus Italien, aus dem Bund, aus dem Kanzleramt, die wir unterstützen, die auch von anderen Staaten, Frankreich, die sich dem anschließen, die ein großes Fragezeichen machen hinter quasi den normalen Winterurlaub, den normalen Skiurlaub. Und ich, nach den Ausführungen, die ich vorher schon gemacht habe, die wir eigentlich ständig wiederholen, liegt es auf der Hand, denn es geht darum, Kontakte zu reduzieren, Mobilität zu reduzieren und so weiter. Und auch das kann vor dem Winter nicht Halt machen. Und das ist das Anliegen, das dahinter steht. Und natürlich wäre es sinnvoller, wir würden europäisch einheitlich oder zumindest in den betroffenen Alpenregionen etc. einheitlich vorgehen. Deshalb der Appell an die österreichischen Freunde, sich das auch noch einmal zu überlegen. Ich habe gehört, keine Ratschläge geben und das interessiert die nicht, was wir für Vorschläge haben oder Ähnliches. Ja, am Ende des Tages kann ich nur raten, dann sollen sie es halt vielleicht möglicherweise so machen, wie wir das tun, nämlich 75% der ausfallenden Umsätze des Vorjahres halt zu erstatten, um diese wirtschaftlichen Aspekte, die ja völlig auf der Hand liegen, das ist ja gar keine Frage, zu erstatten, aber gleichzeitig eben dann doch die Hotels auch bis über Silvester halt zuzulassen und die Seilbahnen. Ja, da kann man das so ähnlich machen, wie wir das tun, das wirtschaftlich so gut es geht ausgleichen und dadurch dazu beitragen, dass halt nicht wieder ein Déjà-vu entsteht, wie wir es halt schon hatten. Also es ist ja nicht von ungefähr, dass wir in Bayern so besonders vorsichtig sind. Wir wissen doch genau, was es war im letzten Jahr mit Ischgl und mit anderen Bereichen. Das war der Bereich des Skifahrens. Und es ist natürlich so, dass nicht von der Abfahrt auf der Skipiste das Problem ausgeht, sondern von dem Gesamtvorgang. Einfach von dem Gesamtvorgang, dass viele, viele tausend Menschen von überall, aus Deutschland, aus ganz Europa, in Skigebiete fahren und dort dann natürlich beieinander sind. Und das wollen wir halt nicht. Und das ist der Appell. Und so wie ich das aktuell sehe, haben die Österreicher ja nach wie vor auch den harten Lockdown. Und wann der gelockert wird, wird man sehen. Unser Appell ist ja wirklich im Geleitzug, im europäischen Geleitzug, möglichst vernünftig zu handeln. Ich darf vielleicht noch erwähnen, dass wir im Frühjahr nach den Faschingsferien die Schulen, die wir hier in München damals, die Klassen, die geschlossen wurden in Quarantäne und die Schulen, da war es wirklich nachvollziehbar, dass es von Schülern, die damals Skifahren mit ihren Eltern gewesen sind, eben auch die Ursache mit gewesen ist. Nächste Frage, Andreas Popp, RTL. Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Herrmann zur Hotspot-Strategie. Wenn man sich jetzt Passau anschaut und auch ein bisschen umhört,
dann kommt da so ein bisschen die Frage auf oder der Eindruck, es ist gar nicht so der große Unterschied zu vorher, weil bei den Ausgangsbeschränkungen gibt es ja doch viele triftige Gründe. Also man kann einkaufen gehen, kann ja auch jemand anderen besuchen, kann zum Sport raus. Sehen Sie da Möglichkeiten, dann noch nachzulegen, wenn das so in der Form nicht wirkt? Oder kommt man da auch an Grenzen staatlich, weil man ja ins Private nicht so wirklich eingreifen und kontrollieren kann? Und an Frau Hummel vielleicht eine Frage zum Thema Weihnachten. Man sieht jetzt bei manchen Hausärzten, wo man einen Termin machen kann für einen Corona-Test, sind die Termine so in den Tagen vor Weihnachten schon ziemlich ausgebucht teilweise. Befürchtet man da Engpässe einerseits, wenn man einen Test machen will und auch was die Labore eben angeht, dass die Ergebnisse rechtzeitig vor Weihnachten vorliegen? Vielen Dank. Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, die basieren natürlich auf dem Instrumentenkoffer, den wir zur Verfügung stellen in unserer Verordnung ab den Inzidenzen. Und aus unserer Sicht ist es sinnvoll, eher mehr als weniger zu tun. Denn gerade jetzt im Bereich Passau-Stadt ist natürlich die Inzidenz schon sehr, sehr hoch. Das heißt, da muss man deutlich eingreifen. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass die Dinge wirken. Ist ja immer dieses Problem des Zeitverzugs und gegebenenfalls nachsteuern, aber ich würde jetzt das zunächst einmal so akzeptieren, wie die das beschlossen haben, das auch wirken lassen. Wenn ich es richtig sehe, zieht der Landkreis drumherum ja da auch nach jetzt. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, immer noch schärfer einzugreifen, wenn es notwendig ist. Ich glaube aber, dass jetzt die betroffenen Bereiche durchaus wirklich erkannt haben, dass die Lage sehr, sehr ernst ist und dass es notwendig ist, Maßnahmen zu ergreifen, die über einzelne Einrichtungen hinausgehen und wirklich den gesamten Bereich der Stadt betreffen, um einfach insgesamt die Dynamik rauszubekommen. Wenn ich zu Passau vielleicht noch ergänzen darf, das Wichtige ist, dass eben neben der Stadt jetzt auch der Landkreis entsprechend Maßnahmen ergreift, weil es ja auch hier selbstverständlich Austausch zwischen Stadt und Landkreis gibt. Und wir werden auch das Gesundheitsamt vor Ort nochmal unterstützen und hier eben auch, wenn es um die Seniorenheime geht, auch hier nochmal mit der Taskforce Infektiologie vor Ort nochmal sein, um hier nochmal wirklich dann auch zu helfen und zu unterstützen, was geht, auch von unserer Seite neben den Maßnahmen, die jetzt hier beschlossen worden sind. Sie hatten mich ja gefragt, inwieweit, jetzt muss ich nochmal fragen. Geht um die Kapazitäten der Tests vor Weihnachten. Genau. Die Laborkapazitäten, es ist so, dass die lokalen Testzentren natürlich vor Ort auch da sind, wo man Termine ausmachen kann und sich testen lassen kann. Also nicht nur der Hausarzt bietet es ja an, sondern dort bestehen auch die Möglichkeiten. Und ich gehe davon aus, dass man auch vor Ort ja merkt, inwieweit hier die Termine gut vergeben werden und das dann auch etwas ausdehnt, um hier möglichst vielen auch die Möglichkeit geben zu können. Alexander Kein, Passauer Neue Presse. Herr Herrmann, Sie haben jetzt in Bezug auf Passau alle möglichen Antworten gegeben, nämlich einmal, dass es sinnvoll wäre, eher mehr zu tun als weniger, aber auch die Antwort, dass es Ihnen reicht, was in Passau getan wird. Kann man das nochmal präzisieren? Also würde die Staatsregierung wollen, dass in Passau mehr Maßnahmen jetzt ergriffen werden, oder ist es für die Staatsregierung so, wie es jetzt ist, im Moment okay? Die zweite Frage, Frau Hummel, das wäre an Sie, in Sachen Schnelltests. Es gibt ja 10 Millionen, die Bayern geordert hat, 1 Million, die wohl irgendwie schon im Land verschickt wird. Kommen die jetzt auch nach Passau? Wer muss die ordern? Macht es der Oberbürgermeister, der bei Ihnen anruft und sagt, schieb ein paar rüber? Wie kommen die am Ende in das Pflegeheim? Wie werden die abgerechnet? Muss der Besucher im Pflegeheim die bezahlen? Zahlt die Krankenkasse die? Zahlt das Pflegeheim, zahlt der Staat? Und die dritte Frage, wir kommen ja näher an das Thema Impfen ran. Wir haben verschiedene Impfserien, die da wohl ja, vor einer Zulassung stehen. Wenn jemand geimpft werden will, wenn das soweit ist, hat der eigentlich Einfluss darauf, welchen dieser Kandidaten er dann bekommt oder muss er halt nehmen, was gerade da ist? Also ich würde dann jeden nehmen, den ich kriege. Ich persönlich. Aber das ist nur eine scherzhafte Bemerkung. Und erst dann, wenn ich dran bin, ja, auch ganz wichtig.
Nein, zu Passau, also die Maßnahmen wurden ja, das ist ja nicht so, dass die quasi selber irgendwas entscheiden, sondern das wird ja sehr eng abgestimmt mit dem Gesundheitsbehörden und das ist auch in diesem Fall erfolgt. Aus diesem Grund gehe ich jetzt davon aus, dass die Maßnahmen zunächst ausreichend sind. Kollegin kann das gerne ergänzen und dann wird man weitersehen. Aber wie gesagt, es sind schon auch deutliche Maßnahmen und die ja auch schon ein paar Tage jetzt in Kraft sind dort. Und wie man den Medien so entnommen hat, scheinen sich die Leute auch einigermaßen dran zu halten oder dran zu halten. Das heißt, ich sehe das jetzt da auf einem vernünftigen Weg. Aber jeden Tag müssen wir die Zahlen anschauen, jeden Tag beobachten. Da gibt es nie Ausruhen und nie sagen, das wird schon, das passt schon, sondern höchste Alarmbereitschaft überall. Ja, ich darf vielleicht direkt mit einsteigen. Impfstoff, es sind ja mehrere Kandidaten so kurz im Zulassungsverfahren. Und natürlich muss man erst mal gucken, wer dann wirklich als erstes dieses Zulassungsverfahren oder die Zulassung bekommt. Und deswegen glaube ich, ist diese Frage, habe ich so eine Auswahl? Wir sind jetzt erstmal froh, wenn es einen gibt, der die Zulassung auch erhält und zügig da ist. Und ich gehe auch davon aus, dass ja immer wieder auch bei, es ist ja so, dass ja ein Arzt immer dabei ist, der ja aufklärt, der mit demjenigen, der geimpft wird, auch spricht. Und wir wissen ja auch nicht, ob die Impfstoffe besondere Voraussetzungen haben. Vielleicht ist der eine besonders wirksam im Zulassungsverfahren, zeigt sich bei älteren Menschen und der andere ist wirksamer bei jüngeren Menschen. Das könnte ja sein. Dann ist die Frage, die Sie gestellt haben, würde sich dann daran schon orientieren? Also sprich, das kann man heute sicherlich noch nicht ganz klar beantworten, weil eben diese Zulassungsverfahren auch entsprechend laufen. Sie haben noch zu den Allgemeinverfügungen von Passau, kennen Sie ja, es gibt diese allgemeine Ausgangssperre, es gibt die Einschränkung von Versammlungen, es gibt die Besuchsbeschränkungen im Alten- und Pflege- und Behinderteneinrichtungen, das heißt nicht ein Besuchsverbot, sondern Einschränkungen, dass der Besucher die FFP2-Maske zu tragen hat, vor dem Zutritt eben Antigen-Schnelltest durchgeführt wird, dass wir wöchentlich auch Testpflicht für Mitarbeiter in Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen und dass eben auch hier Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgeweitet wurde und. Das ist schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, die hier auch auf den Weg gebracht wurden. Alkoholkonsumverbot, öffentliche Plätze und so weiter. Die Antigen-Schnelltests, da ist es so, dass zum einen über die Bundestestverordnung die Heime selber bestellen können. Also sprich, die können bei den Apotheken, Großhändlern sich Tests bestellen. Das ist die eine Schiene, die möglich ist und bekommen da eben entsprechend pro Bewohner, waren es bisher 20 pro Woche, jetzt sind es 30. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir als Freistaat Bayern diese Antigen-Schnelltests beschafft haben. Das sind diese 10,5 Millionen, die eben wöchentlich in Tranchen zu uns kommen. Wir haben über 1 Million bereits ausgeliefert an die Landkreise und kreisfreien Städte. Und da ist es so, dass wir zuerst diejenigen beliefert hatten, die besonders hohe Inzidenzen hatten, inzwischen aber flächig alle. Und wir haben jetzt nochmal in die Hotspots-Regionen Lieferungen geschickt, also sprich, die bekommen sie, die brauchen sie nicht extra bestellen bei uns, sondern die haben wir ihnen geliefert, um eben auch diese zu unterstützen, diese wöchentlichen Testungen in den Heimen und das wird dann in Absprache Gesundheitsamt mit den Heimen vor Ort auf den Weg gebracht. Entschuldigung, Nachfrage, das heißt, es müsste jetzt eigentlich in jedem Heim genügend vorhanden sein und wer auch in, sagen wir jetzt mal in Passau, besuchen möchte, kann es kein Argument sein, dass es... Ich gehe jetzt davon aus, wird aber Ihre Frage auch nochmal zum Anlass nehmen, da konkretes Gesundheitsamt vor Ort nochmal nachzufragen. Aber es war von uns die Direktive, dass wir gesagt haben, dass in diese Hotspot-Regionen nochmal geliefert wird. Aber ich werde es sich gerne nochmal rückfragen, dass es dann auch rechtzeitig vor Ort ist. Zum Schluss Wolfgang Rangft, Bild-Zeitung. Frau Ministerin, könnten Sie, Sie haben gerade eben gesagt, sind im Zulassungsverfahren. Könnten Sie sagen, was, wo, in welchem Zulassungsverfahren ist und welche Fristen man da kalkulieren muss, welche Schritte danach noch notwendig sind? Also das heißt faktisch, wann ist es denn soweit? Und das Zweite hier, die ganzen Gruppen, die zuerst geimpft werden sollen. Vulnerable Gruppen, Polizei, Feuerwehr, medizinisches Personal. Wie viele Personen sind denn das insgesamt in Bayern und wie lange braucht es, um diese dann tatsächlich zu impfen?
Also es ist so zum einen, dass wir die Zulassungsverfahren ist sicherlich eine Frage, die man nicht sofort beantworten kann, weil es auch darauf ankommt, wie gut ist es, wie gut ist der Impfstoff, wie gut ist da schon vorgearbeitet worden. Sie wissen, dass es ja man das Verfahren schon beschleunigt hat, indem eben immer wieder während der Studien auch schon Zwischenergebnisse geliefert werden durften, sodass im Grunde genommen die Zulassungsbehörde jetzt nicht bei Null anfangen muss und ganz neu alle Studien prüft, sondern es konnte schon parallel mitgeprüft werden. Aber selbstverständlich ist es wichtig, dass in diesem Zulassungsverfahren jetzt wirklich alles nochmal sehr genau angeschaut wird. Ich glaube, das ist auch für die Menschen, wenn es darum geht, Vertrauen und Akzeptanz für den Impfstoff zu haben, dass es da eben ganz wichtig ist, dass die Behörden sich das jetzt auch entsprechend konsequent anschauen. Von daher eine gleich jetzt schon eine zeitliche Vorgabe Ihnen geben zu können, ist sicherlich schwierig. Wir haben vom Bund die Information bekommen, dass wir startklar für den 15. Dezember sein sollen. Das kann natürlich sich trotzdem um ein paar Tage verzögern, bis der Impfstoff dann auch wirklich kommt. Aber das ist das, wo wir eben gerüstet sein sollen und auch wollen und das auch unsere Zielmarke ist, wo wir bisher sehr positive Signale auch haben, dass wir das gut erreichen. Das ist das eine. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es ja so, dass wir einerseits die Menschen haben in den Seniorenheimen, die hier leben. Gleichzeitig haben wir aber auch ganz viele Menschen, die zu Hause sind und immobil sind. Also wir haben ja ein Drittel etwa der Pflegebedürftigen, die zum Beispiel in den Seniorenheimen eben hier sind. Und deswegen ist es so, dass wir die Zahlen kann ich jetzt Ihnen nicht komplett auf einen Schlag nennen, wie viel das sind, weil wir eher so rechnen, wie viel Impfstoffe kommen und wie können wir die möglichst dann in die Bevölkerung umsetzen. Also sprich, wir gehen davon aus, dass wir im pro Impfzentrum im Schnitt 300 Impfungen durchführen können am Tag. Und dass wir insgesamt dann so in Bayern an die 30.000 Impfungen pro Tag vornehmen können. Es kann sein, dass wir es auch noch nach oben regulieren, wenn eben mehr Impfstoff bei uns ankommt, sodass wir mehr verimpfen. Das ist auch mit den Testzentren vor Ort auch besprochen, dass es sein kann, dass man auch etwas variiert. Und das ist das, worauf es, denke ich, das Wichtige ist. Also wir können nicht so sehr, es geht ja davon, wir sind ja abhängig davon, wie viel Stoff zu uns kommt, wie viel Impfstoff da ist. Und der muss möglichst zügig dann verimpft werden an den Personenkreis, die Sie eben besonders jetzt gerade auch angesprochen haben. Da muss ich jetzt einmal nachlegen. Es war jetzt sehr gefährlich, was Sie gesagt haben. Wir sollen am 15. Dezember bereit sein und es kann noch ein paar Tage sich dann verzögern, bis der Impfstoff da ist. Daraus mache ich jetzt die Schlagzeile, Impfstoff ist zu Weihnachten da. Soweit ich gelesen habe, hat die EMA da heute auch was angekündigt, wenn es um die Entscheidung geht zu dem Impfstoff Moderna. Aber das ist jetzt keine Info, die ich jetzt aus erster Hand habe, sondern die ich selber gelesen habe. Deswegen ist es natürlich immer ein wenig schwierig, ich habe da was vom 12.01. gelesen, aber das ist jetzt was, was ich nicht aus was ich wirklich gelesen habe. Ich sehe keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich ganz. Noch kurz, ja. Wenn ich einen Satz sagen darf. Ich würde jetzt auch nicht mich festlegen, einfach weil wir das einfach nicht wissen, an welchem Tag das kommt. Ich finde generell gesprochen, die echte gute Nachricht in diesem Jahr lautet, dass wir jetzt darüber reden, dass in den nächsten Wochen ein Impfstoff verfügbar ist. Ein Impfstoff, der extrem modern ist, wenn man den von Moderna nimmt oder den von BioNTech, wo sich also die wissenschaftlichen Erfolge oder die Grundlagenforschung, die über viele, viele Jahre gemacht wurde in dem Bereich mRNA, unmittelbar auswirkt und die in der Lage sind, nach 10 Monaten, nachdem dieses Virus erstmals aufgetaucht ist weltweit, sind die schon in der Lage, diesen Impfstoff auszuliefern, zu produzieren, in so vielen Impfdosen, dass das
losgehen kann. Das finde ich einfach eine wahnsinnig positive Nachricht. Wenn immer die Leute fragen, habt ihr auch einmal eine gute Botschaft, was kann Zuversicht verbreiten in diesen Tagen? Das, genau das. Wenn man sich zurückversetzt in das Jahr 1918, spanische Grippe, kann da immer nur das vergleichen, da war im Jahr 1936 der erste Impfstoff verfügbar. 18 Jahre später. Und wir sind 10 Monate danach so weit mit einem hochmodernen Impfstoff, der also nach diesen Studien über 90% Wirksamkeit hat. Das heißt, beide sogar, was ja mehr ist als andere Impfstoffe haben, was an dieser modernen, an dem modernen Design liegt und so. Da finde ich, dann kommt es jetzt am Ende des Tages nicht darauf an, ob der 7 Tage früher oder später kommt, sondern allein die Tatsache zeigt, dass das echt eine gute Nachricht ist. Im Übrigen sind das natürlich Fragen, die auch nicht wir entscheiden. Das ist Bundessache, beziehungsweise diese Behörde ist eine europäische Behörde, die für ganz Europa diese Zulassung quasi gebündelt vornimmt. Da muss also dann jetzt nicht der Bund irgendwie nachsteuern. Wir haben dann die STIKO, die Ständige Impfkommission, die noch einmal die ganz konkrete Empfehlung gibt. Und wir haben die Leopoldina und so weiter. Und das wenden wir dann an, so wie es funktioniert. Und ich finde das echt eine super Nachricht und etwas, was echt Zuversicht verbreitet in dieser Zeit, die ja nicht einfach ist bei all den Einschränkungen und Schwierigkeiten, die wir ja am Anfang der Pressekonferenz besprochen haben.